So, aber was ist jetzt der... Was soll dieser Spawn sein, wenn es denn diesen... Wenn das denn so ist? Wie heiße ich auf Skype? Unter Exido1991 findet man meinen Skype Zweit-Account. Den Erst-Account kriegen nur VIPs. Ja, ich bin VIP! Gut, da kann ich nicht durchschießen. So. Und hoch hier. Und nochmal hoch hier. Aber, ah! Ich bin nicht nach oben gegangen. So, und auf ein neues. Ja. Okay, wo kann ich denn hin, ist die Frage. Ich kann hier nochmal lang. Dann kann, aber ich kann. Nee, hä? Das ist jetzt. Kann ich denn irgendwo hier mal mit nach rechts noch weiter? Da war ich nämlich noch gar nicht in dem Gebietsstückchen. Höp. So, hier. Ah, war ich hier noch nicht drin? Ach, guck an! Hm? Oha. Neues Stück. Piu, piu, ich erhalte ein Blasenschild. Granofink Prosta hat ihn gesponsert. Und ich wette, hier bekomme ich jetzt auch irgendwas, womit ich da runter kann. Hoffe ich doch. Na, komm schon. Aha. Ist ja ein Ding. Und da ist es. Ich will es haben und es ist nur ein Schlüssel. Oh. Hm. Nur wegen einem Schwert. Ja. Was ist denn hier noch? Hui! Hä? Oh! Ich hab einen Herztintenfisch! Okay, das habe ich mir gedacht. Ellie fühlt sich belästigt. Das wusste ich ehrlich gesagt. Und deswegen... Ja. Ich wollte sie temporär nur dasselbe oder? Aus... Temporär erstmal. Ich denke, ich sage mal, wenn das dann weitergeht, na, dann kann man immer noch rausmoderieren. Oder nennen wir es mal rausekeln. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist nicht eigentlich nicht so böse gemeint, wie es klingt, aber okay, Sapi, du sollst das unterlassen. Mann, ich will das jetzt machen. Nein, 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 du sollst das nicht machen. Ja, jemand von der ganzen Truppe, die, sag ich mal, hier ein bisschen Unmut verbreitet. Gerade bei mir und Sapi. Das dritte Mal wird permanent. Und da ist mir ehrlich gesagt schnuppe egal, wenn es ein Kumpel ist oder nicht. Ja. Also ehrlich, ich finde auch so Sätze wie einem Freund gegenüber ist das echt nicht fair. Das sind so Sachen, nee, Moment. Achso, nee, hä? Hä? Wer ist denn ist jetzt... Ist ja egal, vergessen wir. Es ist ein bisschen... Nein, nein, Moment. Wer ist jetzt Winter's Tale? Gehört das auch zu dir? Nee. Okay. Das ist ein Korrektor von deiner Community. Ja, Arschlöcher sind meine. Okay. Das klingt cool, aber naja. Außer I Hate You, den kenne ich, also ich glaube, ich kenne den nicht. Wen? I Hate You. Ah, der okay. Name sagt mir nichts. Weiß ich nicht, kann ja sein, dass er auch zu dir ist. Vielleicht unter anderem Namen. Naja. So, ja, aber wo? Jetzt muss ich nochmal die Karte aufschlagen. Also, ich muss nach... Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss erstmal ganz runter, glaube ich. Greif doch mal. Hui. Ich mach das schon. So. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Boah, schon 20 zu 10. Ja. So, jetzt ist das auch offen und jetzt können wir endlich da diese große Tür aufmachen. Yay. Na Gott sei Dank, ich hasse solche Rätsel. Die dauern immer so lange.
Ja, das ist besser als diese Missionen in anderen Spielen. Also, ja, geh erstmal nach China wegen das. Und dann bist du in China. Ja, geh jetzt erstmal nach Deutschland wegen das. Und dann, ja, geh zur anderen Galaxie wegen das. So ungefähr. Und jetzt suche einen neuen Schlüssel, denn du hast keinen mehr. Den neuen Schlüssel findest du vielleicht 100 Milliarden Lichtjahre entfernt von hier. Ach, da kommt jemand von hinten. Du weißt, du bist jetzt gerade im Fernsehen. Nicht wirklich, sie ist ein bisschen zu dunkel. Oh, dann ist gut. Du bist momentan noch zu dunkel. Man sieht einfach nur, wie die Tür einfach so offen geht. Vergessen wir es alles und spielen weiter. Das ist so toll. Normalerweise, wenn ich ein Let's Play machen würde, könnte ich alles rausschneiden, was ich nicht brauche. Stimmt. Oder was sich nicht gehört. Hier muss es drin bleiben. Beziehungsweise ich kann es auch noch rausschneiden. Moment, ich versuche mal meinen Kater rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob man das dann mitkriegt, aber... Einen Moment. Ich feiere es ab, wenn der richtig miauen würde. Und den einfach nur zerkratzen würde. Hatte ich schon erwähnt, dass ich am Anfang dass ich vor dem Stream gesagt habe, dass ich nicht fand, dass das eine gute Idee ist, heute einzumachen. Willkommen zurück. Ja, hallo. Ich finde, das ist so... Ach, ich will nicht unter das Bett kriechen. Ich finde das schon... Heute geht wirklich vieles schief, glaube ich. Und du bist schuld. Dankeschön. Oh, was bekommen wir? Juhu, Risky Säbel. Das ist nicht sein Messer. Oh. Okay. Ah, jetzt kann ich durch Blöcke brechen. Phew. Das sieht aus wie, das sieht aus wie in DuckTales. DuckTales. Wuhu. Tschu. Das ist cool. Hui. Ja, wirklich, das ist wie dieser Stock von Onkel Dagobert in DuckTales. Und hopp. So. Okay, jetzt haben wir also Risky Säbel. Wir können nach unten, das ist schön. Was war das denn für ein Geräusch? Ich kann sie zum Glück nicht hören. Genau, du hast da noch richtig viel Glück da, was das angeht. So. Jetzt hole ich mal wieder die Karte raus. Hier kann ich nicht hin. Kann ich auf der anderen Seite rein? Mal gucken. Du. Wer ist die weibliche Stimme? Die weibliche Stimme ist Safi. Ja. Tschu. Okay, so. Jetzt gehen wir hier hoch und... Air Force, könnte ich wissen, wer du bist? Ja, genau. Ist klar. Warte. Ja. Das sind alles Leute, die du kennst. Anscheinend, leider. Ich fühle mich gerade, also ich bin gerade ziemlich deprimiert, dass ich solche Menschen kenne. Also, ich bin gerade ziemlich enttäuscht, dass sie sowas sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, naja, ich sag mal so, das ist deine Sache. Wenn es dir zu bunt ist, dann... Ich würde dich für nichts verurteilen. Naja. Bin da ja nicht so. Ah, Mist. Ach man. Nochmal hoch. 1, 2, 3, 4. Ah! Nochmal. Nein, wieder von vorne. Ja, ja. So, hüppa. Ja, kam jetzt er, an der wundertollen. Ja, ich war an dieser Stelle, die da genannt wurde. Die nicht gerade wirklich schön. Ich meine, ja. Ah, das ist ja cool. Das dachte ich mir nämlich, dass man das so machen müsste. Und hopp. Und schon haben wir wieder was. Und zwar, ja, den ein Schlüssel. Immer wieder nur ein Schlüssel. Och Mann. Vier Leute, die Sapi kennt. Könnte das hinhauen? Zählen wir mal mit.
einer, der den Sapi kennt. Ha, ha, ha. Alle Beleidigungen kommen von mir. Hey, das ist ja mega ein gutes Image, Alter. Ja, ich muss auch sagen, also... Das ist ungünstig. So, wir kommen hier auf jeden Fall hoch. Frost ablassen muss jemand. Das ist gemein, dass ich sich überschreibe. Ja, sonst niemand, naja. Oh. Ja, das im Hintergrund ist Sapi. So. Schauen wir doch mal, wo wir jetzt weiter können. Ach, du hast nichts verpasst. Nein, es ist im Grunde nicht viel passiert. Ah. Hey, ich kann jetzt hier runter. Stimmt. Alter, warte kurz, hier ist irgendwo so ein Wecker. Ach, bei dir geht auch was schief. Interessant, jetzt kommt man nur noch durch die Mitte hoch. Okay, alles gut. Dann ist ja gut. Ha, jetzt komme ich nicht nach oben. Okay, so. Und ach, warum stellt sich denn eigentlich immer die Karte um? Also auf Nicht-Karte. Na gut, so, hier geht's jetzt weiter nach unten. Wofür war das denn jetzt wieder? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Er hat ein paar private Informationen von mir gesagt, die ich wirklich nicht hier preisgeben möchte. Ja, ich finde sowas ist, also ehrlich, das sind keine Freunde, finde ich. Muss ich sagen, also was hast du dir für Leute ausgesucht, die vor allem... Eigentlich sind sie ganz korrekt, aber hier sind sie anscheinend wieder ziemlich blöd. Du musst mir echt mal zeigen, wann die korrekt sind, dann glaube ich dir das, aber momentan... Ja, ich glaube, die machen hier eher den Groll. Ja, den Spott. Ich weiß auch nicht. Was? Den Spott machen sie hier. Na ja, gut, dann ganz ehrlich, wenn dieser Eindruck sich weiter so hält, dann müssen wir eventuell mal dem Ganzen einen Schlussstrich ziehen. Das ist nämlich eigentlich auch so das, was ich bei Livestreams vermeiden wollte, weil ich finde, die sollten, weiß ich nicht, angenehm sein für alle Beteiligten. Und ja. Wenn es da Beteiligte gibt, die auch ohne den Livestream gut auskommen würden, naja, dann müssen die nicht mit drin sein.